Was geht ab, ihr kleinen Städtchen? Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachten. Und wünsche mal guten Rutsch ins neue Jahr. Heute in voller Mannstärke. Außer Sepp, der überlebt das Ganze vielleicht nicht. Wieder zu Weihnachten. Volle Jahr. Ey. Das ist voll nice. Oh Gott. Oh Gott, das war nicht gut. Rackles größer Fennekes. Deine Mutter größer Planeten. Das ist doch das gleiche. Wow, Peter. Deine stimmt, Mutter größer gut. Planeten. In Holland heißt das nur Fennekes, hast recht. Oh Gott, sagen. Also, das ist eigentlich also Raclette das doch nicht größer Fennekes? Doch. Nope. Raclette ist cooler als Fennekes. Fennekes. Doch größer. Wieso schaffe ich denn den ersten Sprung da nicht? Ich komme auch gar nicht drüber, nicht annähernd. Beschert gerade gar nicht. Ja, weil man so scheiße abgebremst wird. Ja. Da ist ein Hubbel drin. Oh mein Gott. Damit. So, ja. Oh, no. Ich freue mich wieder auf Fondue mit Raclette. Davos war krass. Der Zehner, als Yoda gekommen ist und Palpatine geköpft hat, das war so sick, echt? Mann. Ist er dem ins Gesicht gekommen, oder was? Ja. Mit dem grünen Yoda-Jizz. Ich wollte gerade sagen, war grün, ne? Ich finde diese ganzen Baby-Yoda-Bilder echt schade. Ich hätte es gerne in der Serie gesehen. Dass... Oh, es gibt ein Baby-Yoda. Ja, aber Disney Plus will das ja nicht, dass das überall gleichzeitig kommt. Das finde ich auch eine Frechheit. Die kriegen das in den nächsten 10 Jahren nur noch hin, dass die Star Wars komplett Linie ranfahren. Da weiß ich nicht. Weißt du, überleg mal, das ist jetzt quasi der neunte, ja, wenn man jetzt die zwei Story-Dinger da rauslässt. Ist ja jetzt der letzte Film, ja. Was meinst du, für wie lange? Für 2 Jahre? Oh Mann! Ist doch geil! Als wenn Disney kein Star Wars-Film mehr macht. Oh, mega geil! Aber jetzt kommt wahrscheinlich noch ein. Aber weißt du, wie gerne ich einfach einen neuen Herr der Ringe, neuen Harry Potter oder einen neuen. Herr der Ringe auch nee. Das ist so ein Scheiß. So mega geil. Der neuen Herr der Ringe. Ja! Wieder so das ist so ein doofes Szenen. Das war echt bescheuert. Ja, das soll ich mal fallen lassen. Den Herr der Ringe, den gibt er jetzt super. Da brauchst du nichts auch. Neues machen. Doch. Da gibt es auch nicht mehr viel. Ja, keine Ahnung, Sauron kommt back in business. Ah, du meinst ein Sequel. Ja, was weiß ich. Da hast du ja dann keine Buchvorlage, das ist auch wieder blöd. Ja, scheiß drauf. Doch, es gibt ein Sequel, also es gibt noch Bücher für Sequels. Du musst halt davon ausgehen, Also für Herr der Ringe gibt es wirklich noch Bücher, die vor den Teilen spielen, die es gibt. Die erzählen dann noch ein bisschen Lore. Also wie viel du einfach auch noch bei Harry Potter erzählst. Nein, Dalu! Was? Du hast nur die ganze Kindheit von Harry Potter erzählt. Gott, das ist doch auch schon wieder komplett dumm, was hier ist. Nein, bei Star Wars ging es mir darum, es muss ja irgendwann auf dieser Punkt kommen, wo sich Disney dazu entschließt, keine Filme mehr zu machen. Den wird es einfach nicht geben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, Star Wars wird nie enden. Soll der Zehner nicht der letzte sein? Hat Mickey letztens im Interview erzählt. Der Zehner auf jeden Fall. Ja, der nächste halt. Mickey letztens im Interview erzählt, Daniel. Jo, Star Wars! Ich komm nicht mal bei dein erste Hindernis. Bist das du beim Scheiben auf dem Rückweg runtergefallen, Bram? Da bin ich mittig also in der Mitte gelandet und dann bis ins Ziel geflogen. Also ohne Abspringen. Ich hatte echt Glück. Ich hab damit Vollgas einfach versucht zu landen. Scheiße. Ja, das ist ja hier total behindert. Obwohl das der bergauf richtig Flow hat, wenn du den richtigen Speed hast. Ja, das stimmt. Was ist das denn? Wupp. Und da habe ich Vollspeed einfach gegeben. Ja, abgesprungen bin ich nicht, aber. Das hat wieder geklappt. Ganz verstehen. Oh Mann! Easy machbar hier doch noch. Das hätte schon 50 Versuche. Nein, wenn du nach oben gewesen wärst, hättest du vielleicht noch einen Versuch gehabt. Ach, draufgeschissen. Oh, Mann, das ist egal, Peter. Ich hab das Ziel gesehen. Ja, verdammt. Peter ist aber letzte Folge nicht. Das stimmt. Oh, Mann. Das Ziel ist, für die Folge einfach nur niemanden reinzuschneiden. Geil. Das ist einfach nur scheiße. Da muss ich auch noch ein bisschen mehr anstrengen. Ja, wer das wirklich heute hat einen guten Tag? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der durfte gestern mal auf Moody oder so. Ich schlafen, Leute. Heute geht's richtig ab. 10 Stunden, Alter. Geil.
Ich war voll am Sack irgendwie. Ich hab auch lange geschlafen. Mein Freund, die feiert aber auch. Klingeling. Weißt du, ob das so gesund ist, 10 Stunden zu schlafen, ey. Alle voll dagegen. Direkt tot. Oh Mist. Vielleicht war das Fahrrad jetzt doch nicht die beste Auswahl. Du hast ein Fahrrad genommen? Ah. Das hab ich mir schon gedacht, als ich gesehen hab, dass es das gibt. Ja, das geht ja damit. Oh was? Nicht. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh, da bin ich abgesprungen am Checkpoint. Mal hier. Oh, war ja gut, noch ey. Nicht erst. Drück mal Select, Sepp. Damit hast du einen super Boost. Oh, das ist ja, wer ist am dritten Checkpoint? Ne? Christian. Ich bin die, also das war auch der schlecht gebauteste Looping, den ich gesehen. Also. Oh. Uff. Da du wieder nur am Haten, den armen Meldersteller. Wait. Was soll die Kacke? Wie habt ihr das gemacht? Nee, ich was soll die Kacke? Nur am Haten. Ach, Scheiße! Wer, glaube ich. Aber easy, Dalu, ich weiß gar nicht, was du hast. Zuerst oh, rechts shit. Auf die Plattform gefahren oder links? Nee, also, links. Aber wie, wann machst du denn Salto? Schon vorher. Du landest auf dem Vorderreifen. Oh, okay. Und dann fährst du nein, rückwärts. Nein! Wie jetzt? Ist jetzt nicht. Das kann nicht wahr sein. Du kannst sagen, als wenn du einmal durchgefallen bist. Moment, bist du wirklich da oben? Ja. Naja, scheiße. Als ob Peter da. Ja, easy Geld. 20 Punkte nehme ich auch mit dir. Easy Geld. Easy Geld, ja. Easy Geld. Oh Mist, wieso crash ich da immer? Das ist aber auch eine scheiß Stelle hier. Jawohl, Bram, das sieht gut aus. Peter, ich hab ja, das Ziel schon gesehen, Ziel erreicht. Ja. Okay, okay. Als ob Peter da so easy sich durchgelackt hat. Als ob! Nix Lack? Nee, nix Lack, das ist einfach easy. Nur mega Lack. So. Easy, guck mal hier, Bram hat die Technik auch rausgefunden. Boah, ist das ein AIDS-Passage. Was ist denn da die Technik? Hölle. Er muss halt geile Technik besitzen, Sepp. So? Ja, genau. Nee! Da hast du jetzt einen Fehler gemacht. Oh, Kacke, da war ich zu gierig. Nee! Ach komm, ey, das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier ran. Du musst zweimal mit deinen Rädern an die Decke kommen. Das ist das Wichtige. Deine Mutter muss an die Decke kommen, ey. Jetzt bin ich oben gewesen. Ja, Sammy, guck mich nicht so an, ey. Nur Per erstmal so Flow bringen, ne? Ich merk schon, ey. Sepp, langsam kommt der Monte in dir raus. Das ja, echt, ey. Setz dir jetzt auch dein Unterhemd da. Also Frauen sind ja wie Hunde. Und ich nee, mein, heute das nicht, das muss ja auch mal gewaschen werden. Welche Farbe war Backwheel? Nix. Blau? Ich glaube, die sind einfach hier farblich. Also, aber im Titel war doch Front Blau, Schalke Backwheel. Ist blau. Aber hier scheint es noch egal zu Deine sein. Deine Mutter ist auch blau, ey, noch von gestern Abend. Boah, ist mal der Sepp, ey. Was ist da los? Sepp ist richtig brutal geworden, seitdem er ein Tattoo hat. Ja, Verbrecher. Hat direkt Ach. Den Assi in ihm aktiviert. What? Das ist na wohl ein Skandal oh, da. Oh shit, das ist jetzt hier echt ein Skandal, ja. Oh, das war. Skandal, das ich immer noch am Start bin. So, jetzt aber. Boah, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, okay, da ist für mich Feierabend. Ja, richtig. Vor allem, weil du kein... Der Opener, also zum, um es öfter zu üben, ist kacke. Yep. Ja. Drecksmap. Ah, verdammte Kacke, ey. Das ist doch echt nicht so Wie macht ihr das davor? Bremsen? Ja, hab ich versucht, aber hat schon nicht funktioniert. Ja, same. Alter, ich kann nicht mal da dran hängen bleiben an der Rotze. Oder ist halt wieder, dass du vorher den Vorderreifen ablösen musst, damit du da. Ja, weiß ich auch noch nicht. Rüberrutscht, das weiß ich. Ja. Erstmal rüberrutschen. Ja, ja, geil. Könnte nämlich auch gehen. Oh, Alter.
Jo! Ah, Mann, ich war schon oben drauf. Wie hast du es dann verkackt? Ja, ich habe nicht genug Schwung gehabt, um die Kante zu kommen. Boah, ist das nervig, Alter. Mit dem Vorderreifen oben drauf und dann drehst du dich, ja. Jetzt so komplett. Boah. Boah, ey. Der ist auch Tattoo. Das ist halt auch eine dreckige Scheiß-Map. Der hat auch Tattoo. Die Map ist wie ein Hund. Ich meine, das ist nicht despektierlich. Ist der despektierlich? Keine Ahnung. Die Map sollte man in den Sack stecken und dann in den Fluss werfen. Ich meine das nicht abwertend? Keine Ahnung. Wie hast du das denn gemacht? Reifen also weg oder bremsen? Reifen weg. Und dann kannst du, dann kommst du mit dem Vorderreifen oben drauf und dann musst du ja bremsen, dass du aus dem Schwung darüber kommst. Also nicht einhaken. Nicht einhaken, nee. Ich glaube nämlich, das geht nicht. Dass du. Dafür ist es zu weit. Ich glaube auch, das geht nicht. Ich glaube, die Web ist nicht machbar. Ja, das meinte ich ja nicht. Ich aber. Weil ich krieg das jetzt nicht mehr hin, dass ich da so hinkomme, dass der Vorderreifen genau da drauf kommt, ey. Ach, ist das. Ist das dreckige Scheiße hier? Nicht aufregen, Jay, dein Blutdruck, du weißt doch, wie das ist. Ja. Ist tatsächlich immer normal gewesen, jedes Mal, wo er getestet wurde. Das finde ich faszinierend bei dir. Wurde er denn mal bei Trials getestet? Jo! Ich schaff's! Jo, moin! Oh, na, da ist. Kacke. Das sind die 20 Punkte für Sepp. Nee. Ich hab's nicht geschafft. Achso, du hast nicht bis zum Checkpoint geschafft. Danach kommt nochmal so eine Rampe. Ja, aber da ist doch der Checkpoint dran. Nee. Hinter der grünen erst. Also an der grünen Wand war ich dran. Jo, stimmt. Und dann erst, dann musst du noch die grüne Wand da hoch und den Sprung machen. Und. Da bin ich halt dran abgeprallt an dieser grünen Wand. Ach komm, ey. Also, der Rapper-Steller hat auch jeden Morgen eine Pille mit Hustensaft genommen, ey, wie der komische Rapper. Eine Pille mit Hustensaft, Junge. Ja, der Typ, der irgendein Rapper, Big. Ne, wie hieß der? Big Mac? Big Juice länger. Oder so hieß Big der. Mac mit der Big Kohle. Mac, Junge. Das ist ja, geht ja auch, ne? Zumindest wenn du in Europa wohnst, kannst du das machen. Warum? McDonald's hat ja nicht mehr die Rechte an Big Mac. Ach so. Das stimmt, deswegen gab es ja die Big Mac-Woche bei Burger King. Genau. Okay, das ist jetzt Gefühl. Ja, der Big Mac Steakhouse gab es dann und den und so weiter. Nee. Ja, witzig. Doch. Nach wie viel Jahren hast du da nicht mehr das Recht dran? Nee, die haben einfach verloren. Der Big Mac ist zu allgemein irgendwie oder so. Ja. Hä? Aber da hat wohl vorher noch nie einer gegen geklagt. Das ist doch ein Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Also. Komm! Nein! Oh Mann! Wenn man Big Mac sagt, ja, da fällt doch das erste fällt doch einem McDonald's ein, zu 100% der Kalorie. Kennst du nicht Leute, die sagen, dass man mal Chicken McNuggets machen sollte zu Hause? Obwohl das ja. Mac ja gar nicht. Ja, aber das Mac ist ja schon falsch. Ich weiß. Mac hat ja nicht. Genau. Aber genau das heißt doch, dass Chicken McNuggets ja auch sehr okay. McDonald's-lastig ist. Dann mache ich ja, jetzt. Aber anscheinend ja nicht. Die Leute nutzen es ja für alles. Das Mac wird ja gar nicht oft von vielen mit McDonald's in der ich benutze das Nein! Schmutz auch für alles aktuell. Ja, deswegen das ist ein guter Vergleich. Schmutzburger machen. Doch, kannst du schon, aber du kannst dich Namensrecht halt nicht schützen lassen. Doch, ich glaube, bei Jay gehst du dann auch im Chumbucket essen, ey. Oh Mist, schon wieder. Boah, Alter, die Map ist so Schmutz, ne? Alter, das habe ich jetzt schon dreimal geschafft. Die Stelle ist mir echt zu hoch, ey. Mir zu steil. Ich habe schon ein paar Mal auf alle Tasten gedrückt in der Hoffnung, ich würde die Aufgeben-Taste finden, aber habe ich nicht. Die Aufgeben-Taste ist Select. Nee. Gibt gar nicht. Wenn ich Select drücke, passiert nichts. Lügenbram. Eigentlich ist das Select. Hat dann noch keiner mit dem Vorderreifen da oben drauf gekriegt? Also es ist kein gekriegt? Witz, dass ich jetzt irgendwen hier versuche, dahin zu treiben, aufzugeben, auch wenn das ein genialer Plan wäre, aber... wenn ich die... Select-Taste drücke, passiert nichts. Unabhängig davon, ob wir die Stelle schaffen, danach kommt noch mehr, wir haben nur noch 50 Fehler.
Jay hat noch 5. Ne, Jay hat nur noch 40. Wie schafft ihr das so schnell, so viele Fehlerpunkte zu kriegen? Keine Ahnung! Jay schafft es in einem Sprung. Stürzt halt immer instant ab. Von der Grün auf die Rose. Scheiße. Okay. Dann bleibt der Blöde mit seinem Motorrad nicht hängen da. Also das mit dem Vorderreifen, das geht super. Ja, gut, super ist jetzt nochmal ein starkes Wort, finde ich. Oh, weiß nicht, wann man dann im richtigen Moment Bremse drücken muss. Wenn der Vorderreifen oben ist. Also überhaupt nicht Bremsen drücken eigentlich. Nur einmal. Ja. Oh, fuck. Einmal kurz loslassen oben. Also den letzten Abschnitt nicht mehr gegen die Wand drücken. Sodass halt der Reifen mehr oder weniger frei wird. Und dann kurz vorher einmal nach links tippern, damit der Reifen über die Kante geht. Und dann halt, wenn der Reifen oben drauf ist, halt die Bremse spammen. Man kann ja mit dem Steuerkreuz steuern. Jo, okay, I got what you... ne. Wow. Ne? Krass, nice to meet you. Erstmal. Oh, Scheiße. Nein! Ah, shit. Ja, okay, okay. Seh mich da noch. Ich seh mich da auch noch. Also, ich war schon zweimal da drüben, aber danach ist halt wieder RIP. Dann prallst du gegen diese Wand. Und fällst einfach in das Loch. War das eine Extreme? Jo. Ja. Mittelstand da, glaube ich. Ich spiele mir jetzt zweimal. Ja. Hat die Extremis habe ich aber auch nicht mitbekommen. Naja, sie ist extrem scheiße. Ja, da hat Bram gesagt, er will meinen Flow unterbrechen mit der Extreme und das hat funktioniert. Boah, bei jedem neuen Versuch wird mir mehr Lebensenergie rausgezogen von dem Spiel. Ich bin noch so ein Stückchen Staub. So ein das Haufen. Das macht mich glücklich. Ein Haufen Schmutz, meinst du? Burger. Dann haben wir uns das Krematorium ja schon mal gespart. Das ist eigentlich ganz kosteneffizient. Ja, aber das sind so Sachen, also da würde ich dann schon... Yo! Nein! Oh fuck, da habe ich einmal zu viel gewobbelt. Ich war doch schon. Ich will selber auf den Knopf drücken. Bei deinem eigenen Verbrennen. Nee, bei Jay. Achso, das irgendeiner ist ja gerade richtig hoch. Ja, ich bin schon wieder durch. Ja, jetzt! Ja, Seth, mach das mal hier, weil ich werde das nicht hinkriegen. Ich hab den scheiß Checkpoint. Alles klar. Ah, der ist oben an dem Grün ist der. Ah, okay. Das ist vielleicht doch machbar. Danach ist er easy. Oh shit. Was ist das denn? Easy. Ach, ficken. Hä? Musik macht mich leider ein bisschen kirre, muss ich sagen. Ja, okay. So ist der right way to go. Ihr seid nur noch umsetzen. Heute ist so ein Tag, da wird es einfach nicht hell. Ja, das ist krass. Oh, ne? Da ist noch einer oben. Wow. Ja. Mal richtig hier scheiß graue Suppe. Da kann ich wirklich Select drücken. Nein! Also wenn ich Select drücke oder Start? Start oder Select? Eine von beiden Tasten beendet bei mir das Ding. Da ist einfach Option. Da ist noch jemand. Peter, hi. Hallo. Select machen. Hey, ich wollte doch deinen Flow unterbrechen, jetzt bleib doch mal hier, du Fotze. Aber was ist das denn jetzt hier wieder für eine Scheiße? Das geht ganz, das hab ich schon geschafft, aber dann bin ich danach runtergecrashed. Du musst auch hier wieder mit dem Vorderreifen vorher weg und dann da drauf mit dem Vorderreifen kommst du oben auf die Kante. Und dann musst du wieder dich hochwubbeln. Bitte verschwindet. Nein! Oh, das war gut. Doch, du hättest mit dem Hinterreifen dann machen können, vielleicht. Ja. Jetzt. Ja. Ach, ja.
3 Versuche, what the fuck? Hä? Muss Gas geben, damit du auf die rote Plattform hinter dir kommst. Also dran springen, Gas geben. Nee, darf ich? Ich darf nicht dran springen, ich darf das Ding nicht berühren. Dann runter fallen ja, lassen. Ja, runterfallen lassen, ne? War so, dass du nach links fällst. Also du musst dich mit dem Hinterrad reinhaken. Hit, ey. Du musst so weit mit dem Motorrad vorne über die Kante kommen, dass dein Hinterrad dich umdreht. Ist doch mega einfach. Kann man das denn nicht schaffen? Ja, Peter, schon. Das Hinterrad muss an der Kante sein, nicht dein, nennt man das, Bodykit. Ja. Ich bin durch. Was? Fuck, Mann! Das Hinterrad muss an der Kante hängen, nicht das Bodykit. Damit du mit Schwung nach links kommst. Nee, das ist das... Oh Mann, Alter. Wo ist denn der Peter? Ja, das habe ich noch nicht verstanden. Dieses Hindernis hatten wir schon öfter. Das hatten wir schon. Ja, so ein ähnliches, mit dem Hinterreifen hängen bleiben. Versuchen, rückwärts zu fahren. Damit du halt oben hängen bleibst, damit du quasi... Den Schwung mitnimmst, um nach links zu kommen. Genau. Nee. Das ist der Vorderreifen, Peter. Ja, richtig. Peter, du musst drüber rollen. Aber über die so Grenze. Schnell, dass dein Bodykit nicht hängen bleibt. Ja, und dann bremsen. Dann musst du drüber rumhängen. Ja, genau. Nee, das wird zu viel. Du musst einfach nur schnell genug über die Kante fahren, aber schnell genug bremsen. Dass dein. Nein! Peter versteht nicht, was wir meinen. Ja, ich glaube auch. Du musst dich nach vorne lehnen, Peter. Ah, okay. Genau, und jetzt ein bisschen fahren. So schnell, dass du. Du quasi mit deinem Motorrad um die. Auf den Kopf da schwingen. Und drumherum. Ja, drumherum halt. Ein bisschen schneller so und dann ab und bremsen. Du musst halt mit Schlange. Ja, genau! Ah! Ja, perfekt. Perfekt. Aber zu langsam. Der eine Versuch war aber der richtige, der hing das Rad kurz fest. Ja, ja. Muss halt schnell genug sein, dass dein Rad da dran bleibt und dann direkt bremsen. Ja. Wenn du zu schnell fährst, fällst du vorne über die Kante. Dein das Hinterrad muss dich drehen. Und ich glaube, du musst weiter nach rechts drücken. Also nicht nur rechts bleiben. Ah, okay. Oh fuck. Da hättest du mehr Gas geben müssen. Ja, der war gar nicht schlecht. Warte mal, was sagen. Aber auch so eine Scheißstelle. Aber an dem Hindernis, das hätte ich lieber versucht als diesen Tipp an dem. An dieser Kante. Irgendwie will das nicht mehr funktionieren. Ach, naja. Schade. Melodia 1988, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ja. Was spielst du aktuell für ein Spiel? Achso, ja, logischerweise. Hä, was? Du musst nicht springen, Spiel? Bram, ne? Was nicht springen für ein Spiel, ja, richtig. Ja, wegen der Ausdrucksweise muss ich an Gothic denken. Ich glaube, das ist Star Wars. Das war Gomez. Und danach sagt er, ich hau dir jetzt aufs Maul. Genau, danach haut er. Namenloser Held, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ich war gerade am Trinken, Alter. Ich bin halt Bram, du schaffst halt noch. Also, wir nehmen ja, wie gesagt, wegen den Weihnachtstagen halt Trials so ein bisschen im Voraus auf, weil Bram sich da ein bisschen hier, ne? Auszeit nimmt. Aber ich bin ja echt im Star-Wars-Hype, muss ich halt wirklich sagen. Also, ich bin halt übelst gehypt. Also, so richtig gehypt. Ich habe mir vorgestern einfach mal 2 Stunden lang irgendwelche Trailer-Erklärungen und Trailer-Analysen oder sowas angeguckt, die eigentlich immer dasselbe sagten, weil sie sich das alle gegenseitig geklaut haben, aber trotzdem habe ich einfach so 10 Videos gesehen, die dasselbe geguckt haben. Einfach nur, weil ich halt Bock habe auf diesen Film. Ja, aber damit spoilerst du dich doch viel mehr. Das ja alles Theorien sind, die am Ende eh Quatsch sind. Es wird ja auch bei Star Wars 8 gesagt, dass am Ende Kylo Ren der Gute ist. Ja. Hey, noch nicht spoilern, bitte. Ja. Okay, Können aber bei 9 jetzt. Ja, und jetzt ist wieder alles, ne? Guck mal, das Vorschaubild sieht schon ein bisschen aus wie so ein Sternzerstörer. Warte ab, bis Mickey sein Cameo hat. Das ist halt mega geil. Boah, das wäre super nice. Wie geil? LOL! Was soll die Kacke? Warum geht man hier ab? Du kannst einfach auf links weiterfahren auf dem Rücken. Was ist das denn? Man schwebt so ein bisschen, also du hast Low Gravity, aber wir sind auf dem Mond, Leute. LOL! Hä? Und man dreht sich auch voll behindert! Das ist gar nicht so leicht. Ja? What the? Heiße ist das! Hä, man dreht sich voll mega Mongo-mäßig!
So, jetzt habe ich aber Platz. Christian macht das so gut. Christian gönnt sich hier richtig. Wie soll ich da rüberkommen? Fragen wir uns hier auch. Mann, ach, das Hinterrad hebt immer ab. Ja, das alles ist hebt hier ab. Die Physik macht einen total kirre. What the fuck? Ey, kirre! Ey, das ist ja, komm schon. Ey, das kann nicht sein. Easy! Komm mit dem Hinterreifen nicht auf die Plattform, weil man sich da nicht... Also, du kannst es dir nicht angewöhnen. What the... Nee, da, das ist total komisch. Das ist doch jetzt kacke, dass du einfach der Boden verschwendet, Peter. Kommen wir wenigstens mal in die Raumstation. Wieso wubbelt denn das so? Das ist der Todesstern. Ja, du. Aber Harry hatte den kaputt gemacht. Voldemort. Your visit, Harry. Scheiße. Peter, was hast du denn jetzt gemacht? Warum hast du Probleme? Kein Stress. Aber was ist das denn hier, Christian? Oh, what the fuck? Ist das auch bei diesem komischen... Was ist das denn hier? Ich weiß gar nicht, was das ist, eine Turbine? Wie kommt... Oh, hallo. Ja, erstmal crashen, ne? Wie das die guten Leute machen von heute. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Tschüss. Hier ist keine Rampe. Als ob. Das ist halt am Ablacken und feiert sich wie den größten Baum. Ja, erstmal schön Dalu und Bram schön im Regen stehen gelassen. I like it. So richtig wie der letzte Dulli. Ja, was geht ab, Jay? Hi. Ich häng hier gerade so ein bisschen ab. Oh, what the shit. Na gut, das ist ja easy, wa? Ja, ist es halt auch. Lass mal eben schnell fertig machen hier, Bram. Oh, was ist das denn hier? Kurve. Komm nicht über dieses scheiß Ding. Oh, was ist das denn? Ah, okay. Du geiler bist einfach Bastard. So ein Penner, weißt du das? Low Gravity, Leute. Ich bin einfach geflogen über die ganze Map. Mit freier Kamera. Ich bin bis zur Unendlichkeit. Ich hab mir gedacht, ist doch Low Gravity bestimmt auch für meinen Charakter. Kann das richtig wahr sein. Pass. Das ist Lord Ehrenlos. Ja, als Jay mich beleidigt hat, hab ich mir gedacht, ne. Ja, super cool. Oh, ey, hab ich den Sith in Dalu rausgelassen, I like it. Wirklich, ey. Ey, Peter, Mensch, du schaffst das ja gar nicht. Was bist du für Low-Bob hier? Peter, du musst abspringen, du Dulli. Ja, dann hab ich schon versucht, Peter, da komm ich gegen die Decke. Ja, und dann ja, musst du einfach weiterfliegen. Ja, das ist gerade nicht passiert. Ja, gerade bin ich da abgestürzt. Null Punkte für Peter. Ja. Wir haben ihn wieder. Machst du nix. Wir sind wieder dran. Das Leute. Hat den Flow von Peter unterbrochen, Bram. Das war... Das ist ja mega kacke. Das ist die letzte Folge, auch die wir mit Dalu dieses Jahr aufnehmen, zur Strafe. Das stimmt ja gar nicht. Doch. Doch. Hiernach wird nichts mehr veröffentlicht mit dir. Oh Gott. Boah, jetzt muss man sich wieder an die normale Gravity gewöhnen, Oh mein Gott, was tue ich denn hier? Oh, easy. Das wäre wieder ein Heidenspaß. Er hat mir auch gerade gefragt, warum mein Select-Knopf nicht geht. Wer ist Heide? Oh, du Pisser. Warum sagt man eigentlich, das ist ein Heidenspaß? Weil das immer lustig war früher, wenn man, wenn die Katholiken die Heiden verbrannt haben. Genau. Gekreuzigt haben. Ne, verbrannt. Verbrannt, okay. Meinst du die Hexenverbrennung? Ne, nicht nur die Hexenverbrennung. Die haben auch einfach mal zwischendurch so einfach just für den Lutz jemanden verbrannt. So jemanden so auf offener Straße angezündet, oder was? Genau.
Oh ja. Dann haben alle gerufen, das ist ein Heidenspaß. Haha, Heidenspaß. Die Tradition wird jetzt weitergeführt in Berlin mit den ganzen U-Bahn-Schubsern, oder? Nee. Das sind einfach nur Nazis oder Spastis. Ah, okay. Die ganzen U-Bahn-Schubser, wie viele davon gibt's denn hier? Ja, viele. Das müsstest du Berlin jeder zweite, Peter. Also einer von euch beiden müsste es sein. Berlin ist auf jeden Fall das heißeste Pflaster, was Assis angeht in U-Bahn. Oh, lol. Ja, hier wohnen ja auch die meisten Menschen. Das war... Also das Ding hier vorne ist auch die wohnen mehr. Da, hallo. Ja, okay. Die meisten Menschen in Deutschland meine ich natürlich. In Berlin wohnen die meisten Menschen, das ist eine Wahnsinn aus. Weiß nicht, ich würde jetzt sagen, in NRW wohnen mehr Menschen als in Berlin, aber... Ja, aber das kann, NRW ist keine Stadt, Jonathan Apfels. Ja, aber also Bundesland, wir reden doch über das Bundesland Berlin. Oh, wow, in Amerika wohnen auch mehr Menschen als in Berlin. Nee, das habe ich eindeutig, das kann man doch nicht erkennen. Wenn ich Berlin rede, kann das auch das Bundesland sein, ja? Also ich weiß ja nicht, was ihr hier für Geografiekenntnisse habt, aber... Was ihr hier für Geografiekenntnisse habt, ist wieder unter aller Sau. Ich freue mich schon drauf, wenn Peter anfängt mit so Sachen wie ich und... Ey, Icke, Junge! Icke Hässler. Icke Hässler. Ha, guck mal, selbst Dalu kennt den. Ich glaub, Dalu Icke Hässler kennt. Ja, hat er doch gerade gesagt. Von Ran, also, oder nicht? Achso, du, nur weil du immer die Bett21-Werbung anguckst oder sowas. Endlich geschafft! Aber das nächste ist ja mega, mega, mega. Ein Spaß. Boah, ey, das ist richtig mega. Aber ja, geschafft. Mann, auch richtig Spaß. Jay, warum spielst du eigentlich überhaupt mit? Ja, das ist wirklich echt keiner. Das ist richtig schlimm hier. Ich hab Spaß. Das ist deine Definition von Spaß. Hä? Mit euch über Trash zu talken ist doch super lustig. Oh, ja, was okay, da oben ist ja nochmal schlimmer. Das ist vielleicht nicht so geil, aber... LOL. Also das ist doch einfach behindert, der Start schon. Ja, ist er halt echt, leider. Also was soll ich denn sagen? Ich will Jay zustimmen. Bram, also das ist deine Auswahl. Ja, ich weiß es gar nicht so schlimm, sondern das ist deine Map-Auswahl. Da kann der Bram ja auch nichts für. Doch, eindeutig. Das sieht man doch schon in der, auf dem Map-Bild-Ersteller. Ja, da siehst du schon. Auf dem Map-Bild-Ersteller? Okay. Und die Map ganz cool. Aber der nächste Checkpoint, der ist ja, halt cool. Schmutz Asim. Meinst dann ja. Ja, das sind so zwei Wörter, die benutze ich auch immer, quasi synonym. Sehe ich da wieder. Ah, shit. Immer wenn ich so 80 Versuche am Start habe, fahre ich immer einmal rückwärts, um zu hoffen, dass es wie bei Donkey Kong am Ende einfach das Ziel hinten ist. Gab es bei Donkey Kong schon mal? Ja, es gab bei Donkey Kong Country gab es ein Level, wo du hinten nach hinten laufen konntest und dann hast du quasi so einen Shortcut gehabt, um direkt beim Ziel zu sein. Yes, Checkpoint, 20 echt, Points und dein Assassin. Oh! Alter, ja, das nice. Ist der fucking Ernst. Der Seppjö, da ist er sogar noch abgesprungen am Ende. Ja klar, weil ich dann in das Loch gesehen. Gefallen bin. Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße hier? Aber nice. Das ist aber nice. Guck mal, Dalu, du machst das. Halt. Ja, das hier ist ja auch okay, das macht auch das Spaß. Das erste ist super easy. Aber ich komme hier die lange gerade. Das ist super easy. Ja, okay. Aber brauche ich kaum. Warte mal, Bram, komm, ich geb dir einen Tipp, ja? Ja, warte mal. Jo, komm! Gibst du mir heute musst, noch? Ja, du musst bis gerade vorfahren und dann bremsen. Genau so, nur einen kleinen Ticken früher, später bremsen. Also echt spät bremsen. So, genau, perfekt. Oh. Bums, bist du drauf. Und dann musst du halt da nochmal bremsen. Okay, das ist echt simpel. Das ist super simpel. Super simpel. Du fährst halt recht weit und bremst dann einfach. Du musst halt nur nach vorne gelehnt sein. Ja, genau. Ja. Aber dann da oben das ist. Schaff ich da noch. Da oben ist fies. Ja, das wobei, ich nicht vielleicht mehr. Kannst du oben sogar. Nee, oben abspringen geht, glaube ich, nicht. Ja. Oh, Scheiße. Das ist echt ein scheiß Tough Tries. Ja, cool. Mann, ja, Alter. Reicht, Bram. Immerhin. Willkommen in der Folge. Jay. Das ist wirklich vorbei, eine Map, oder? Ja. Aber trotzdem schon mal vorbei, ne? Wenn das dein Anspruch ist, Bram, ist das ja, der Anspruch war eigentlich von keiner reinschneiden, aber. Ja, das war eigentlich der Anspruch. Einfach das Ziel sehen, damit ich niemanden reinschneiden muss. Ja. Das hat er verkackt. Ja. Warum kann man hier nach hinten rutschen? Oh, low Gravity wieder, oder was? Schon, ne? Okay, muss ich jetzt raus? Oh, shit. Oh, ja, ich glaub schon. Ja, musst du. Belastend. Verkackt.
Oh. Nein! Oh, das ist jetzt bitter. Doch, muss man, Peter. Brahmen-Peter. Nein! Und man fängt wieder von vorne an. Ja. Aber schöne Strecke. Ich mag solche ausbalancierten Sachen. Ja. Das Murmelprinzip irgendwie. Bram ohne aber Fehler gerade am Führen. Nochmal versöhnliches Ende hier. Boah, jawoll! Alter. Oh, was? Holy moly, ist das schlecht heute gewesen. Könnte man ein Like für Peter und für die anderen da lassen. Na, du hast die letzte, du hast eine 20 Bomb jetzt hier bei der letzten geholt. Ja, wenn ihr jetzt keine 14 Fehler gehabt hättet, hätte ich hinter einen, ja, oder null, dann wäre das beeindruckend gewesen. Aber du hast einen, ja, also das ist jetzt nicht. Krass! 20 Bomb ist 20 Bomb. Nee, ich finde, da gibt es schon Unterschiede. Bei der ja, hast du recht, gibt es auch Unterschiede. Ich muss dir ja zustimmen. Ach Gott, ist das AIDS, ey. Es gibt Unterschiede. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Oh, ja, das ist wie mit Berlin und mit Berlin. 20 Punkte. Nee, ja, genau. Nee, 20. Ja. Nein! Das ist das Gleiche, aber irgendwie ist das anders. Genau. Ach so. Das ist einfach zu teuer für was. Kannst eigentlich du mal am Anfang versuchen hochzufahren, jetzt runterrollen lassen? Wenn du hast es ja zeitlich eh nicht mehr. Was? Wieso schaffe ich das zeitlich eh nicht mehr? Deine Mutter schafft das zeitlich. Weil du noch eine Sekunde hast. Ja, hättest du fast geschafft. Ja, war knapp. Für die Fans. Ach ja, immerhin zwei. Scheiße, damit habe ich Bram überholt. No! Oh. Immerhin zwei da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Da du hast einen Spacken, weil du über die Web geflogen hast. Tschüss. Ja, da stimme ich zu.